Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part vom Adi Lightfoot. Und ja, wir waren stehen geblieben, ja, in der Pyramide, wo wir gerade den Geist besiegt haben, also den Flaschengeist. Und nun sind wir jetzt hier. Ah, jetzt habt ihr gesehen. Ich habe doch von der Maus gesprochen, die wir am Anfang gesehen haben. Diese müssen wir jetzt schnell fangen. Weil sie wird uns nicht freiwillig den Rubin geben. Ah, scheiß Drecksvieh. Speedy Gonzales oder was? Ja, geht doch. Normalerweise braucht man länger dafür, wenn man nicht die Übung dafür hat, aber... ja. Oh mein Gott. Ja, thanks, Kumpel. Ohne den wären wir jetzt nämlich Pfannkuchen. Ja, und wie ihr seht, fahren wir aufs Meer hinaus. Aber vorher noch ein kleiner Rückblick. Ja, schon schlimm, unser Kumpel ist dabei draufgegangen. Er hat sich für uns geopfert. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Also, playen wir mal weiter. Ah, hinter dem Vorhang seht ihr den letzten Endgegner. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Ja, kleine Story halt. Rückblende und so. Ja, wie ihr seht, der eine soll sich jetzt darum kümmern, uns aus dem Weg zu räumen. So. Das 9. Kapitel. Wie ihr seht, hier ist viel Wasser und wir dürfen nicht ins Wasser fallen, weil da schwimmen Haie drin. Ja, kleine Küken, die aussehen wie Piraten, auch ganz süß. Ah, nein. Wow, 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 habt ihr das gesehen? Das war knapp. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen, sonst ist Ende im Gelände. Ha, weggeschnappt. Mein Kirby hat halt Hunger, mein Blue Kirby. Boah. Später kommen wir zu meinem absoluten Lieblingslevel. Aber es kommt noch ein Level, boah, da werde ich mich, denke ich mir, mal so oft aufregen. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich dafür brauchen werde. Wahrscheinlich. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Wünsche dazu habt, ne? Irgendwelche Super Nintendo Games zu playen. Ich bin dabei, ich bin dafür offen und ihr könnt mir gerne was posten. Ja, der Endgegner von dem Schiff. Aber ich kenne einen kleinen Trick. Wie ihr seht, ist er eigentlich relativ einfach. Man muss nur wissen, wie er geht. Aber man merkt, ich spiele es nicht zum ersten Mal. Ja, und wir haben ihn schon besiegt. Das ging nochmal flott. Ja, jetzt schließt er, denke ich mal, Freundschaft mit uns. Soweit ich das noch weiß. Und Kristall Nummer 4. Da, wir fahren zur mysteriösen Insel, da wo angeblich der Endboss sein soll. Ja, und wie ihr seht, in der Zwischenzeit stattet er uns einen Besuch ab.
Und ja, er entführt jetzt auf brutale Art und Weise. Wie kann man nur alte Männer schlagen, du Spasti. Naja, auf jeden Fall. Wir müssen sie retten. Ja. In der Zwischenzeit sind wir auf der Insel hier gelandet. So. Hier gibt es merkwürdige Gestalten, wie ihr seht. Wow. Ja, zum Glück können die Kugeln uns nichts anhaben. Ja, was war hier nochmal? Wow, 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 wow. Nee, nee, so nicht. Nein, scheiße, wow. Okay, wir warten. Weil da war ein Geheimversteck. Und wir haben ein Leben erhalten. Wie geht man dann? Ah, ja, okay. Leute, diese Erkältung, ne? Die geht mir so dermaßen auf den Sack. Boah, nein. Ah. Wie ihr seht, sind da jetzt grüne Kirbys mit Schnorchel. Soweit ich weiß, war hier auch noch was. Stimmt, wir müssen so eine Art Katapult errichten. Ich glaube zwar nicht, dass dieses kleine Kästchen schwerer ist als wir, aber naja. Super Nintendo halt. Wir müssen warten, weil ich glaube, da kamen Kugeln, ja. Nein. Ah, egal. Schnell durchlaufen. Wir müssen jetzt aufpassen. Sobald ich weiß, kommen jetzt andere neue Gegner. Wow. Ich glaube, wir können die so nicht killen. Ich glaube, wir brauchen dafür den blauen Kirby. Ja, und so sind wir jetzt Kapitel 11. Ja, wir haben noch Zeit. Wie ihr seht, es ist schon nachts geworden in dem Spiel. Für Super Nintendo Verhältnisse eigentlich ziemlich cool. Wow. Ah, Mist. Ah, egal, wir haben Glück. Voll wow. Oh mein Gott. Stimmt, der verfolgt uns. Schneller. Nein, nein, er darf uns nicht erwischen. Boah. Ach ja. Passt auf. Ich muss jetzt diesen quadratförmigen Kieselstein oder was das darstellen soll, soll ich auf einen dieser Gegner hier drauf stapeln. Und dann muss ich da... Ah, hat doch ganz gut geklappt. Damals hatte ich voll die Probleme damit. Oha. Wenn das mal nicht der Bösewicht ist. Ihr werdet gleich sehen, wie wir diesen Gegner besiegen müssen. Und zwar, indem wir den Laser zurückschleudern. Eigentlich ziemlich einfach der Boss, wenn man richtig steht. Nein, oh. Mit deiner Felshand. Ah, ich stehe richtig. Ah, aber ganz knapp treffe ich ihn. Ah, mies. Ah, ich glaube, der macht jetzt wieder seine Hand. Ah. Nein.
Scheiße. Was war das denn für ein Fehler? Ich wehr das ab und werd getroffen. Sie geht ja mal gar nicht klar hier. Na warte, du dreckiger Bastard. Wir werden immer getroffen an der Stelle. Immer. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Einen Augenblick, ich muss kurz was gucken. Okay, wir haben noch Zeit. Ich musste nur auf die Uhr gucken. Ich muss noch gucken, wie ich das regel mit immer auf die Uhr gucken. So ein Timer oder so wäre nicht schlecht. Genau, so eine Eieruhr oder so, die mich vorwarnt, wenn nur noch eine Minute Playzeit ist. Ha, geht doch. Und das, wenn ich mich nicht täusche, ist unser Kristall Nummer 5. Oh nein, wo soll ich hin? Alles geht kaputt. Wir fallen tief hinab. Ja, und so sind wir schon in Kapitel 12. Ja. Ihr fragt euch jetzt, wie kommt man weiter? Ihr werdet jetzt sehen, wie man weiterkommt. Nämlich, unser Kumpel hat überlebt. Thanks, Homie. Okay, weiter geht's. Warum ich über diese Dinger springe, werdet ihr... Ja, okay. Habt ihr gemerkt? Da unten sind Gegner und man fällt. Diese Gegner können wir leider noch nicht vernichten. Wir brauchen dazu den knochenfressenden Kirby. Ich nenne ihn halt Kirby. Alter, das war knapp. Boah. Gut, Checkpoint. Ich glaube, wir mussten hier hoch. Ah. Ah, geht doch. Und hier ist er. Boah, sieht der nicht geil aus. Der hat irgendwas von einem Digimon irgendwie. Okay. Ich glaube, wir mussten jetzt hier links. Ja, ich glaube, hier war ein Schalter. Ah ne, hier kommen wir erstmal nur hoch. Ne, wir dürfen unseren steinernen Freund fressen. Ach, unseren, ja, Rock Kirby dürfen wir nicht gefährden. Okay, hier ist nur ein Stern. Wir gehen am besten hier entlang. Wir müssen aber aufpassen. Haha. So. Gut. Einen Moment. Ich muss kurz auf die Uhr gucken. Okay, ich muss leider diesen Part jetzt beenden. Tut mir leid, Leute. Aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.